auch nicht. Ich zahle nur an die Richtigen. Es gibt eine neue Kampagne, Deutschland geht klauen heißt die, und diese Kampagne ruft dazu auf, in den Discountern wie Lidl, Edeka, Aldi und Rewe klauen zu gehen und das Geld, was man da gespart hat, an Organisationen in den Entwicklungsländern bzw. in den Produktionsländern, wo diese Produkte hergestellt werden, zu spenden und so die Bedingungen dort zu verbessern. In diesem Video will ich einfach mal ein bisschen genauer hinschauen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich bin in Acapulco, Mexiko. Ich war hier auf der Anacapulco-Konferenz. Wie ihr seht hinter mir, es ist strahlender Sonnenschein. Ich habe hier einen Pool hinter mir, schön bei 35 Grad. Und ich möchte mal ein Video dazu machen, zu der Kampagne des Peng-Kollektivs. Die haben, da habe ich bei YouTube ein Video gefunden, wo die dazu aufrufen, in den Discountern Lidl, Edeka, Aldi und Rewe klauen zu gehen. Dank der Plantagenarbeiter in Brasilien, die für sie auf ihre Arbeitsrechte verzichten, kostet das Kilogramm Orangen heute nur 99 Cent. Was ist denn los? Das ist nicht fair! Direkt an die Produzentinnen. Als Grund wird dafür angeführt, dass diese Läden täglich ihre Produzenten und Produzentinnen bestehlen. Wir sehen auch wieder hier an der Schreibvase Produzentinnen, dass es hier Leute sind, die auch korrekt gendern. Das ist natürlich typisch für Linke, die natürlich auch mit ihrer politischen Korrektheit, mit ihrer Feminismus, Genderismus auch vor allem auch die Sprache zerstören wollen. Weiter heißt es im Text, denn sie verhindern Gewerkschaften, zahlen Hungerlöhne und befördern die Verletzung von Menschenrechten. Solange es keine Gesetzesänderung gibt, wird es auch so bleiben. Deshalb kehren wir die Ausbeutung symbolisch um. Wir klauen gezielt Produkte und geben das Geld dafür dorthin, wo es hingehört. An Gewerkschaften im globalen Süden. Also, auf dieser Seite werden Menschen dazu aufgefordert, in Läden Produkte, die man eigentlich gerne kauft, die man toll findet, aber wo man sagt, okay, die Bedingungen, zu denen die produziert sind, die gefallen mir nicht. Da werden die Menschen dazu aufgerufen, diese Produkte zu klauen und den Preis, den man eigentlich dafür bezahlt hätte, zu spenden, damit dieses Geld in den Ländern, wo angeblich ausgebeutet wird, die Gewerkschaften damit unterstützt werden. Dann sind auf der Homepage verschiedene Produkte wie Bananentee, Schokolade und so weiter aufgeführt, wo man dann weitere Infos zu den Produktionsbedingungen und zu den jeweiligen Ländern, wo das produziert wird, erhält. Hier unten auf der Seite ist dann auch eine nette Auflistung, dass man erstmal auf der Seite bezahlen soll, dann in den Laden gehen soll, in den Supermarkt gehen soll und die Produkte klauen soll und dann einfach abhauen soll und sich am besten nicht erwischen lassen. Man kann dann hier auf der rechten Seite anklicken, welche Produkte man im Supermarkt klauen möchte. Und dann hier unten auf, ich bezahle dafür so und so viel Euro klicken und da hat man dann die Möglichkeit, das Geld dieser Organisation zu spenden und das wird dann weitergeleitet an die entsprechenden Länder. Auf dieser Seite wird dann auch mal darauf hingewiesen, dass es eine Straftat ist, die mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft wird. Auf dieser Seite wird also ganz klar dazu aufgerufen, eine Straftat zu begehen, nämlich Diebstahl zu begehen und man rechtfertigt sich damit, dass diese Unternehmen ja auch gegen das Gesetz verstoßen haben, gegen ihre Moral, indem sie halt einfach Leute ausbeuten. Also es betrifft ja gerade auch die Unternehmen, die gerade in Deutschland wohl am allermeisten für die armen Leute gemacht haben. Also ich denke mal, Aldi, Lidl und die ganzen Discounter, die haben viel mehr als alle Politiker zusammen jemals für die armen Menschen gemacht. Insofern, dass die armen Menschen sich Produkte, gute Produkte zu guten Preisen leisten können. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen genauer hinschauen. Das wollen wir hier machen. Es ist moralisch immer falsch zu stehlen. Es ist auch nicht gerade ohne Grund in jeder Religion. Das heißt, du sollst nicht stehlen. Die Christen, die wissen es, in den 10 Geboten steht, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, auf jeden Fall steht da, du sollst nicht stehlen. So, hier sieht man wieder schön den sozialistischen Moralrelativismus, wo es immer danach geht, fair und gerecht ist immer nur das, was dann die Sozialisten bestimmen. Das geht dann so weit, dass ich auch immer wieder von Leuten höre, die sich auch gar nicht so groß als links bezeichnen würden, die das einfach nur irgendwo aufgeschnappt haben, die sagen würden, okay, ist doch
vollkommen legitim, völlig okay, wenn ich irgendwo stehlen gehe, wo Menschen ausgebeutet werden oder wenn ich jemand Geld stehle oder das Handy stehle, der mehrhat halt sich. Und da sage ich immer, okay, was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel einem Mann, der sich ein iPhone 10 leisten kann und was du dir nicht leisten kannst, wenn du ihm das Handy stiehlst, so von wegen, dann denkst du, du hast dir das Handy gestohlen, weil er mehr hat als du, aber es gibt ja immer noch Menschen, denen geht es schlechter als du, meinetwegen, wenn es da jetzt ein Obdachloser ist, der alkoholabhängig ist, der gar nicht arbeiten kann, der auf der Straße lebt und der dich dann bestiehlt. So von wegen, warum solltest du dich dann erstmal in die Gefahr begeben, zu stehlen und zu riskieren, dass die Person dich erwischt, dich ins Gefängnis steckt oder verprügelt, wenn der das Produkt, was du dann gestohlen hast, nachher auch wieder gestohlen wird. Insofern glaube das ist halt einfach auch diese Moral, wo sich halt alle so gesellschaftlich drauf geeinigt haben, du sollst nicht stehlen, weil wie gesagt, wenn man erstmal damit anfängt und wenn es alle machen, dann gibt es ja gar kein Eigentum. Und das ist ja auch eigentlich letztendlich das, was die Sozialisten wollen. Die wollen halt einfach gar kein Eigentum haben. Wenn man Marx liest, da sagt man auch einfach, jede Ausbeutung ist grundsätzlich oder Lohnarbeit ist grundsätzlich immer Ausbeutung und da wäre halt einfach das konsequenteste Gemeinschaftseigentum haben, wo die Produktionsmittel in Gemeinschaftseigentum sind, die Menschen nur noch immer kleine Sachen für sich selbst haben, die sie selbst halten, aber das meiste wäre dann Gemeinschaftseigentum. Und wo das immer zu geführt hat, das sehen wir ja, ob es Sowjetunion, China, Kambodscha, Kuba oder auch bei den nationalen Sozialisten so war, also bei den Nazis, da sagen ja die Sozialisten, die nennen die nationalen Sozialisten immer nur Nazis, weil sie halt ja nicht wollen, dass da irgendwelche Parallelen offensichtlich wären, dass sie eigentlich mehr oder weniger der gleichen Ideologie anhängen. Bei den Nazis war es dann nur die Klasse, bei den Nazis war es die Rasse, bei den internationalen Sozialisten war es die Klasse. Insofern, und wenn Klauen dann schon moralisch legitimiert wird, man sieht dann in diesen großen Experimenten, Sowjetunion, Kambodscha, China, da ging es dann mal so weit, dass man auch gesagt hat, okay, da gibt's Leute, die stehen der Revolution oder diesem großen Arbeiterparadies im Weg und wir haben dann das moralische Recht, diese Menschen einfach umzubringen. Da gab es ja in der Sowjetunion gab es die Gulags, wo einfach die Menschen umerzogen worden sind oder direkt umgebracht worden sind. Insofern auch hier nochmal mein T-Shirt. Sozialismus, Socialism kills. Es ist immer und überall so, dass überall auf der Welt Sozialismus immer zum wirtschaftlichen Untergang geführt hat. Es hat immer dazu geführt, dass große Leichenberge zurückgeblieben sind. Und da gibt es halt immer wieder Menschen, die daran glauben, dass es einfach wieder normal probiert werden muss. Ich hatte ja auch Lukas Zeise hier im Interview, der ist ein Hardcore-Kommunist, der Ressortleiter Wirtschaft für die Financial Times Deutschland war. Und der sagt auch, wir müssen es leider immer und immer wieder probieren. Und das sage ich auch. Die Leute, ihr könnt es auch in dem Interview ganz schön sehen oder in dem, ja, es war letztlich ein Interview, ist nachher mehr so zum Streitgespräch geworden, wo ich ihn so ein bisschen herausgefordert habe, kann man einfach sehen, dass er eigentlich da sehr dogmatisch rangeht. Und diese ganze Aktion hat halt einfach diesen Sozialismus im Kern. Also wenn man da genauer hinschaut, sieht halt einfach, wie gesagt, es ist immer von Ausbeutung, es ist alles korrekt gegendert, es ist immer von Ausbeutung die Rede, es ist immer korrekt gegendert und das sind immer so die Anzeichen, okay, hier handelt es sich um die Ideologie des Sozialismus, die nach dem Schwarzbuch des Kommunismus schon zu mehr als 100 Millionen Toten im 20. Jahrhundert geführt haben. Dann heißt es weiter auf der Homepage, wir machen uns unfreiwillig schuldig, weil wir keine Wahl haben. Zwar können wir uns bei wenigen Produkten für die Fairtrade-Variante entscheiden, doch das zeigt uns vor allem, dass die große Mehrheit unserer Konsumgüter, mit den Worten der UN gesprochen, auf moderner Sklavenarbeit basiert. So, erstmal gilt, wir haben ja einen weitestgehend freien Lebensmittelmarkt. Natürlich haben wir da Subventionen der EU. Da sagen ja viele Linke auch immer, dass die subventionierten Hähnchen dann da die Abfälle nach Westafrika geschickt werden oder allgemeine Entwicklungsländer und da Arbeitsplätze zerstören, da die Industrie zerstören. Damit haben sie natürlich recht. Natürlich sind meiner Meinung nach die Lösung von der Linken, die ruhen halt immer nur auf Symptombeschreibung und die wahren Ursachen gehen sie nicht wirklich
an. Wir haben einen freien Lebensmittelmarkt und im Gegensatz zu der GEZ, zu Sozialversicherung, zu Bankenrettung, zu Kriegseinsätzen, wo man dazu gezwungen wird, für diese Sachen zu bezahlen, zwingt dich keiner, bei Aldi, Lidl, Edeka oder Rewe einkaufen zu gehen. Du hast komplett die Wahl, ob du diese Produkte kaufst. Du kannst natürlich auch einfach auf den Wochenmarkt um die Ecke gehen und da direkt bei den Produzenten kaufen. Und du kannst zu den, wenn du auf dem Land wohnst, du kannst direkt zu den Bauernhöfen hinfahren, kannst da deine Produkte kaufen. Oder du kannst natürlich auch selbst zum Erzeuger werden. In den Großstädten, ich komme ja aus Hamburg, hier in Hamburg, oder ich bin ja nicht gerade in Hamburg, da gibt es auch viele tolle Aktionen, wo sowas wie Gorinja Gardening, wo sich Menschen zusammenschließen, ihre eigenen Produkte anbauen und so halt einfach ja kollektivistisch was zusammen machen wollen, wo ich sage, hey, macht das gerne. Ihr müsst einfach nicht bei Aldi, bei Lidl einkaufen. Wenn euch die Produkte nicht gefallen, kauft sie einfach nicht. Können natürlich Bananen und so kann man schlecht in Deutschland züchten oder beziehungsweise anpflanzen, aber ihr könnt auch ein Gewächshaus, könnt ihr euch natürlich bauen, ihr könnt das beheizen, benahmen und alles Mögliche, müsste da eigentlich auch möglich sein. Dann kommen natürlich auch mal Stimmen, die sagen, okay, die Discounter, wie vor allem Aldi und Lidl, die setzen ihre Angestellten immer unter Druck, die bezahlen die sehr schlecht, und natürlich auch die Produzenten, die werden unter Druck gesetzt, in denen die halt ja die Produkte immer günstiger liefern müssen. Und hier verweise ich nochmal auf mein Video zur Arbeitslosigkeit, wo ich da genau ausführe, wie in Deutschland die ganzen staatlichen Regulierungen, wir sehen ja gerade auch im Arbeitsmarkt, dass da, wenn man Leute einstellt als Unternehmer, dass man da unwahrscheinlich viele Regeln befolgen muss. Also da, wenn man da nicht gerade einen Anwalt hat, der sich mit Arbeitsrecht gut auskennt oder eine große Personalabteilung, ist es natürlich ganz schwierig, diese ganzen arbeitsrechtlichen Bestimmungen da zu beachten. Und dadurch, dass hier im Arbeitsmarkt immer eingegriffen wird, führt das zur Arbeitslosigkeit. Das habe ich in dem Video ganz genau ausgeführt, eine halbe Stunde, also das jetzt einfach nur mal kurz hier ausgeführt. Dadurch, dass in dem Arbeitsmarkt immer weiter eingegriffen wird, führt das dazu, dass es immer zu Verwerfungen kommt. Natürlich hat jeder Eingriff hat immer Nebenwirkungen. Diese Nebenwirkungen führen halt dazu, dass die Angebots- und Nachfrageseite ins Ungleichgewicht fällt und dann natürlich das Angebot nach Arbeit geringer ist als die Nachfrage. Und wenn wir natürlich mehr Nachfrage als Anbieter haben, dann können natürlich die Löhne drücken, die Arbeitsbedingungen sind nicht so optimal, wie sie sein sollten. Und der Arbeitgeber hat natürlich mehr Macht als der Arbeitnehmer. Wie gesagt, genau erklärt habe ich das in diesem Video. Also, ohne staatliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt wird es keine Arbeitslosigkeit geben. Das kann man einmal, wie in meinem Video zur Arbeitslosigkeit, kann man ökonomisch erklären. Und da ist es natürlich die Linken, die haben so gut wie niemals Ahnung von Ökonomie. Da geht es halt immer nur um die Kultur und um Ausbeutung und Ökonomie. So Ludwig von Mises haben die meisten. Ludwig von Mises ist so für viele der allergrößte Ökonom des 20. Jahrhunderts. Die meisten haben noch nie von Ludwig von Mises gehört oder sich jemals mit seinen Werken auseinandergesetzt. Oder man schaut sich das ganz einfach logisch an, und wenn man da sieht, dass die arbeitenden Menschen mit ihren Steuern und Sozialabgaben eigentlich die Arbeitslosen finanzieren, das heißt also, ihnen wird ein Teil der Arbeit weggenommen, es geht in die riesengroße aufgeblähte Bürokratie, wo es dann wieder umverteilt wird, und da kann man sich einfach mal fragen, wenn den Menschen vorher das Geld nicht weggenommen wird, können sie das Geld dann nicht einfach behalten und ausgeben? Also natürlich, die Menschen würden das Geld natürlich auch sparen, was natürlich dann auch Auswirkungen auf die Wirtschaft hätte, aber sie würden natürlich auch einen großen Teil des Geldes, was sie dann mehr hätten, würden sie natürlich ausgeben. Sie würden mehr in Bildung investieren, sie würden, wenn sie Kinder haben, würden sie mit denen öfter Urlaub machen, würden sich tolle Urlaube leisten, würden in schöneren Wohnungen wohnen, und sie würden halt einfach mit diesem Geld die Wirtschaft weiter ankurbeln und dadurch diese Arbeitsplätze, die durch die staatliche Regulierung, durch diese aufgeblähte Bürokratie verloren gegangen sind, diese Arbeitsplätze wären dann wieder da. Also ganz einfach logisch gesehen, warum den Menschen einen Teil des Geldes für die Arbeitslosen wegnehmen und in die riesengroße Bürokratie reinstecken, die unglaublich ineffizient ist,
warum denen das Geld nicht einfach lassen, dass sie es direkt ausgeben können und dadurch Arbeitsplätze schaffen würden. Dann hätten wir halt auch eine ganz andere Gesellschaft. Jeder, der mal selbst arbeitslos war oder Arbeitslose kennt, der weiß, dass er natürlich auch auf die Psyche sich niederschlägt. Man fühlt sich nicht gebraucht. Jeder Mensch will natürlich irgendwie einen Platz in der Gesellschaft haben. Und wenn man dann arbeitslos ist, im schlimmsten Fall sogar nur die ganze Zeit zu Hause sitzt, nur irgendwie Hartz IV TV schaut, ist es natürlich kein schönes Leben. Insofern, rein logisch gesehen, dürfte es einfach keine Arbeitslosigkeit geben und ökonomisch, wenn ihr da genauer reinschauen wollt, wie gesagt, mein Video hier. Dann ist natürlich auch immer das Argument, dass Aldi und Lidl ihre Produzenten ständig unter Druck setzen. Hier gilt auch wieder, keiner von den Produzenten muss Aldi oder Lidl beliefern. Die können natürlich auch einfach ihren eigenen Supermarkt aufmachen. Die Bauern, die können auf dem Wochenmarkt verkaufen, die können ihren kleinen Hofladen aufmachen. Ansonsten kommt hier auch wieder Ökonomie ins Spiel, der Wettbewerb, den ja auch die Linken immer so sehr verurteilen. Der Wettbewerb sorgt aber dafür, dass gerade im Wettbewerb sich das Unternehmen durchsetzt, das das beste Produkt zum besten Preis anbietet. Hier mal ein einfaches Beispiel. Wir haben Unternehmen A auf der einen Seite, das stellt aus einem Baum nur einen Stuhl her. Auf der anderen Seite haben wir dann das Unternehmen B, das stellt aus dem gleichen Baum drei Stühle zur gleichen Qualität her. Da sieht man natürlich, dass das Unternehmen A, was aus den gleichen Ressourcen viel weniger Stühle herstellt als das Unternehmen B, natürlich viel weniger wettbewerbsfähig ist. Der Preis vom Unternehmen B ist natürlich viel geringer. Das heißt, im Wettbewerb würde dann das Unternehmen A, was sehr ineffizient ist, was Ressourcen verschwendet, würde im Wettbewerb ausscheiden. Es würde Verluste machen. Die Verluste würden das Unternehmen dazu zwingen, den Geschäftsbetrieb aufzugeben. Und das ist ja gerade das, was die Linken immer anprangern. Das ist ja Ressourcenknappheit, Ressourcenverschwendung, dass es dazu kommt. Und insofern, jeder, der sich Gedanken um diese Welt macht, um Ressourcenverschwendung, der sollte sich einfach mit Ökonomie beschäftigen. Dass gerade der Wettbewerb zwingt die Menschen dazu, möglichst ökonomisch mit den Ressourcen umzugehen, möglichst sparsam damit umzugehen und aus den Ressourcen das Maximale herauszuholen. Das ist die sogenannte Profitorientierung, was natürlich auch bei Linken halt immer sehr, sehr böse und sehr negativ besetzt ist. Profit ist natürlich überall immer schlecht, wenn man die Anstalt sieht. Da ist natürlich Pflege, Schulen, Profitorientierung ist natürlich überall böse. Und jeder, der sich mit Ökonomie auskennt, ich habe auch unten hier in meiner Videobeschreibung habe ich ganz viele tolle Bücher zur Ökonomie verlinkt. Die kann ich jedem empfehlen. Und jeder, der sich mit Ökonomie auseinandersetzt, der weiß, dass Profitorientierung, also gerade diese Gewinn- und Verlustrechnung, dass die in einer Wirtschaft sehr wichtig ist und eigentlich ein Zeichen dafür ist, was sich gerade lohnt und was nicht. Und wenn wir diese Gewinn- und Verlustrechnung nicht haben, kommt es immer, wie in allen sozialistischen Großexperimenten oder wie wir es gerade in Venezuela sehen, kommt es immer zum wirtschaftlichen Abschwung und letztendlich verhungern die Menschen halt immer. Insofern, wer es gut mit der Welt meint, der sollte sich mit Ökonomie aussetzen, der gerade das Fundament für jede, die Ökonomie ist gerade das Fundament für jede Gesellschaft. Erst wenn wir die ökonomische Basis haben, dann kann man danach erstmal, können die Menschen haben die Zeit, sich selbst zu verwirklichen, haben die Zeit, sich spirituell zu reflektieren, haben die Zeit, reisen zu gehen, andere Kulturen, haben die Zeit und das Geld, reisen zu gehen, andere Kulturen kennenzulernen und so weiter. Ja, dann, wie sieht es in den Produktionsländern aus? Da heißt es ja immer hier auf dieser Seite, ja, in den Produktionsländern sieht es katastrophal aus. Und nochmal ein bisschen zu mir. Bei mir ist es ja so, diejenigen, die meinen Kanal kennen, die wissen das wahrscheinlich auch. Ich habe ja Berufsschullehramt studiert und in meinem Lernstudium, da war ich auch viel diesen Brainwash-Studium aufgesetzt mit Nachhaltigkeit überall und Fairtrade und die Arbeitsbedingungen müssen über verbessert werden. Und ja, ich bin auch vor dem Studium, nach dem Studium, ich bin immer sehr viel gereist. Ich bin mehr als in 50 Länder gewesen, vor allem auch viel in diesen armen Entwicklungsländern. Ich bin hier in Indien gewesen, zweimal in Indien, da 4,5 Monate von Norden nach Süden gereist mit dem Motorrad. Dann in Afrika, in Äthiopien, nochmal 3 Monate auch mit dem Motorrad quer durch Westafrika. Südamerika 3,5 Monate auch mal quer da durchgefahren. Insofern, ich habe da viele
von den Menschen, von den Ärmsten der Ärmen, Armen getroffen, viel auch auf Kakaoplantagen gewesen, viel allgemein mich mit den Produktionsbedingungen da vor Ort beschäftigt, natürlich auch vor allem in Afrika auch viel von diesen NGOs getroffen, die natürlich da immer die Welt retten wollen. Und für mich war es halt immer so, man hat die Menschen gesehen und dachte so, du siehst nicht gerade so aus, als hättest du dein Leben selbst im Griff. Das sind natürlich immer so diese Menschen, die halt immer, bevor sie bei sich selbst anfangen, erstmal immer ihr anderen sagen wollen, wie sie ihr Leben zu leben haben, wie sie ein besseres Leben führen kann, wo ich immer sage, okay, lass die Menschen einfach in Ruhe. Da gibt es auch ein schönes Buch, Death Aid heißt das, Entwicklungshilfe, ist eigentlich immer kontraproduktiv und man sieht es eigentlich seit Ende des Kolonialismus, seit über 50 Jahren Afrika, da ist halt unwahrscheinlich viel Geld hingeflossen, aber trotzdem hat sich da heute immer noch nicht so viel verändert. Letztendlich, natürlich klar, hat sich das auch verändert, aber die Länder, die Gesellschaften sind immer noch weit hinter dem Standard, den wir in Europa und in westlichen Ländern haben. Also wie gesagt, ich bin immer sehr viel gereist und bei mir war es halt, ich habe einfach die Ärmsten der Armen getroffen, habe viele Menschen getroffen, die mir die krassesten Kriegsgeschichten erzählt haben, wie sie vor Kalaschnikow-Kugeln da im Wald geflüchtet sind, wie sie erlebt haben, dass ihr ganzes Dorf niedergeschlachtet worden ist. Die haben wirklich unter den ärmstlichen Bedingungen gelebt und das ist halt einfach der Grund und auch dadurch, dass ich mich halt in der Uni auch damit auseinandersetzen musste und diesen Brainwash sozusagen auch durchlaufen habe, ist der Grund, dass ich da halt einfach in den letzten Jahren immer sehr genau hingeschaut habe, immer viel tiefer gegraben habe und mich einfach nicht mit den einfachen Antworten zufrieden gegeben habe. Und ja, natürlich die Produktionsbedingungen, die sind in den Ländern natürlich total katastrophal. Da muss man sich natürlich fragen, warum das so ist. Die Linken, die sagen natürlich immer, die Arbeiter werden ausgebeutet, wir müssen nur die Bedingungen da verbessern, wir müssen Gewerkschaften stärken, wir müssen mehr Entwicklungshilfe machen und so. Die Antworten sind halt immer sehr einfach. Da sage ich halt, so von wegen, wenn man sich die Länder anschaut, die Länder haben gar keine wirtschaftliche Freiheit. Da gibt es hier zum Beispiel das die Heritage Foundation und das Fraser Institute, die jährlich Ranglisten veröffentlichen, wo denn welche Länder auf der Rangliste stehen nach der wirtschaftlichen Freiheit. Und egal, ob wir jetzt hier Afrika sehen, zum Beispiel hier Ghana, wo die Schokolade herkommt, oder Ecuador, wo die Bananen herkommen, die ganzen Produktionsländer, die bei dieser Aktion hier angeprangert werden oder beziehungsweise angesprochen werden, da ist einfach gar keine wirtschaftliche Freiheit. Also ich habe es selbst gesehen, zum Beispiel in Afrika. Ich habe da mit sehr vielen Menschen gesprochen, die dann Unternehmen aufmachen wollten, die gesagt haben, okay, ich will jetzt hier eine Hühnerzucht aufmachen oder eine Fabrik eröffnen. Das ist natürlich, es gibt da keine Eigentumsrechte. Da kann dann von heute auf morgen der Staat vorbeikommen, dich mit 50% besteuern oder vielleicht noch höher. Der kann dann Laden schließen, weil du die und die Konzession nicht hast. Es gibt dann trotzdem da noch, obwohl der Staat so korrupt ist, gibt es da alle möglichen Vorschriften und da halt einfach ein Unternehmen zu betreiben, das ist halt extrem schwer. Und natürlich, wenn man kein Unternehmen betreiben kann, dann gibt es natürlich auch wenig Arbeitsplätze. Wenn es wenig Arbeitsplätze gibt, gibt es natürlich eine hohe Nachfrage nach den wenig Arbeitsplätzen und das führt natürlich dazu, dass die Arbeitgeber dementsprechend auch eine große Macht haben, hier die Arbeitnehmer auszubeuten und halt einfach nicht die optimalen Arbeitsbedingungen zu haben. Und jetzt ist es natürlich, die Linken, die schauen natürlich immer in diese Länder und sagen, ja, wir im Westen haben wir die und die tollen Arbeitsbedingungen und in diesen Ländern, da sieht es ja ganz anders aus. Natürlich, die Länder, die sind, was die wirtschaftliche Entwicklung geht, sind die Jahre, Jahrzehnte hinter uns teilweise. Und da kann man natürlich nicht erwarten, dass man einfach ein paar Gewerkschaften da unterstützt und dann die Lebensbedingungen sich innerhalb von kurzer Zeit sich verändern. Wirtschaftlicher Wachstum ist natürlich ein Prozess, der längere Zeit gebraucht. Oder wenn man sich das einfach mal in der Geschichte anschaut, in China zum Beispiel, China war ja halt ein kommunistisches Land, das sich dann irgendwann dem freien Markt geöffnet hat. Und da war es dann halt so, China hat nur ein bisschen den freien Markt zugelassen, hat Investoren, ausländische Investoren hereingelassen. Und China
da hat sich der Wohlstand von der breiten Masse der Menschen hat sich sehr, sehr stark gesteigert. Es gibt immer mehr eine breite Mittelschicht. Und als sie unter Mao da damals den großen Sprung nach vorne gemacht haben, als sie genau das Gegenteil gemacht haben, als sie sich verschlossen haben, als sie eine zentralplanische Regierung an der Macht hatten, da kam es zu sehr vielen Hungertoten. Da gab es halt einfach, das war die ganz große Katastrophe. So, das Gleiche auch bei Venezuela. Venezuela sehen wir gerade, die haben da ein sozialistisches Experiment. Da kommt es immer zur Knappheit, die Menschen verhungern, die müssen teilweise Katzen und Straßenhunde essen. Oder auch wenn man sich West- und Ostdeutschland anschaut, Westdeutschland war wirtschaftlich relativ frei, Ostdeutschland, die damalige DDR, das war natürlich alles sehr zentralplanerisch, da hat über Mangel geherrscht, man musste oft anstehen, man hat Wohnungen und so alles zugewiesen bekommen, es war ein Überwachungsstaat. Also ich glaube nicht, dass das Leben da unbedingt so gut war. Natürlich gibt es auch heute die, die das alles so ein bisschen romantisieren. Genau das gleiche auch bei Nord- und Südkorea. Im Norden kommunistisch, zentralplanerisch, heute halt eigentlich, ja, man erfährt da kaum was drüber. Letztendlich, die Menschen hungern, die haben keine Reisefreiheit. Im Süden, Südkorea hat sich geöffnet, hat das Land offen gemacht für ausländische Investitionen, hat mehr den Weg der freien Marktwirtschaft eingeschlagen. Und genauso wie bei Nord- und West, West- und Ostdeutschland, es ist genau die gleiche Kultur, genau die gleichen Menschen, genau die gleiche Ausgangsbasis. Und wir sehen halt einfach immer und überall, sobald man die Wirtschaft einfach, sobald man der Wirtschaft freien Lauf lässt, führt es immer dazu, dass der Wohlstand sich hebt, dass eine breite Masse der Menschen, dass es denen gut geht, dass es denen ökonomisch gut geht und dass sie halt einfach auch dadurch einfach die Grundlage durch diese ökonomische Freiheit, durch diesen Wohlstand auch die Grundlage haben, halt erstmal sich zu bilden auch. Es heißt ja auch immer, die Legen sagen immer, ja, in Afrika, wir brauchen nur mehr Bildung. Da ist halt immer Bildung, da interessieren sich die Leute da nicht ganz so für. Die haben natürlich, die müssen halt erstmal überleben, Überlebenskampf. Da ist natürlich auch so die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Man muss halt erstmal sehen, dass man was zu essen hat, dass man dann Überlebenskampf, dass man da nicht jeden Tag mit zu kämpfen hat, dass man sich die meiste Zeit damit sich beschäftigt, halt einfach zu arbeiten, um sich Lebensmittel zu leisten oder andere Produkte zu leisten. Und erst danach kommt dann halt dieser Durst danach, was zu lernen, die Welt hinterher zu hinterfragen, zu reisen und so weiter. Und auch mal sich ein Buch zu leisten. Insofern ist es genau andersrum. Erst muss die Wirtschaft wachsen, erstmal muss man wirtschaftliche Freiheit haben und dann kommt die Bildung. Halt immer, man sieht das halt auch einfach in Kuba oder Afrika. Es gibt überall ganz, ganz viele toll ausgebildete Ingenieure, tolle Ärzte und alles Mögliche, aber es gibt einfach keine Jobs, weil halt einfach die Wirtschaft da nicht frei ist. Ja, dann heißt es auch bei der Kampagne, dass die Arbeitsbedingungen durch die Gewerkschaften erhöht werden müssen. Und da, ich habe hier auch ein Video dazu gemacht, wie Gewerkschaften Massenarbeitslosigkeit erzeugen. Also eigentlich genau das, was man gerade nicht will. Ganz einfache Erklärung, die Gewerkschaften heben den Lohn über dem marktüblichen Niveau und das führt dazu, dass Arbeitslosigkeit entsteht. Ich habe da zum Beispiel auch mal bei dem G20-Protest habe ich mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der GEW, also der Gewerkschaft für Erziehung und Bildung, den habe ich da interviewt und habe einfach mal gefragt, warum beschäftigt sich denn keine von den Gesellschaften, von den Gewerkschaften mit dem Geldsystem? Weil letztendlich eigentlich das Hauptgeschäft der Gewerkschaften, zumindest in den westlichen Ländern, und natürlich auch eigentlich überall, das Hauptgeschäft ist, okay, wir wollen mehr Geld haben. So, und mehr Geld, dass man jedes Jahr mehr Geld haben will, das hat natürlich mit dem Inflationsausgleich zu tun. Und wo kommt die Inflation her? Die Inflation kommt durch das Geldsystem. Und das sehe ich einfach nirgendwo, dass das angesprochen wird. Da hat dieser stellvertretende Vorsitzende von der GEW, der hat auch gesagt, ja, und da haben wir natürlich Mängel und so weiter. Insofern, ich sage immer, solange keine Gewerkschaft das Geldsystem anspricht und hier wirklich sich um die Ursache kümmert und anstatt sich um die Ursache nur um die Symptome zu kümmern, kann man Gewerkschaften total vergessen, die
sind nichts anderes als Lobbyorganisationen für diejenigen, die schon Arbeit haben und halten einfach nur die anderen, die keine Arbeit haben, aus dem Markt raus. So zum Thema Kinderarbeit. Kinderarbeit ist natürlich so ein Thema immer von den Linken, wo die sagen, okay, wir müssen Kinderarbeit verbieten. Kinderarbeit ist ganz böse. Und natürlich ist es überall auf der Welt so, das habe ich, da würde ich auch sagen, das habe ich auf meinen ganzen Reisen überall erlebt, dass Eltern natürlich überall auf der Welt ihre Kinder lieben und das Beste für sie wollen. Und da ist es halt einfach, wenn die Wirtschaft so schlecht ist, dann müssen die Eltern auch oft ihre Kinder einfach arbeiten schicken, um zu überleben, auch damit die Kinder, damit die ganze Familie überlebt. Und da muss man sich natürlich fragen, was passiert, wenn man Kinderarbeit verbietet? Natürlich suchen sich die Familien dann andere Wege und im schlimmsten Fall werden dann die Kinder in die Prostitution reingesteckt. Das heißt, die Kinder werden prostituiert oder im noch schlimmeren Fall werden halt einfach verkauft. Und das ist natürlich auch das, was keiner will. Ansonsten noch zum Thema Kinderarbeit. Viele Linke denken ja immer, ja, Bildung kann nur in Institutionen, staatlichen Institutionen stattfinden, in der Schule stattfinden. Aber ich habe auch in Mexiko zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Mexiko, da bin ich rumgereist, dieses Jahr bin ich nur ein bisschen hier am Arbeiten und genieße die Sonne und bin nicht so groß am Rumreisen. Da habe ich auch teilweise dann bewusst Kinderarbeit unterstützt, wenn da zum Beispiel in San Cristobal waren Kinder auf der Straße, haben da Obst verkauft, die konnten halt immer, konnten gut Englisch, die haben sich mit den Touristen unterhalten, die haben rechnen gelernt, die haben verhandeln gelernt, die haben gelernt, okay, wo kann ich mich am besten hinstellen? Da ist natürlich Learning by Doing, da lernt man viel, viel mehr, als wenn man halt einfach dieses soziale Konstrukt namens Schule hat, was halt einfach überhaupt nichts mit Bildung zu tun hat. Ich habe da auch mal mit Stefan Blankertz ein Video drüber gemacht, über das Schulsystem. Wie gesagt, ich habe selbst Lehramt studiert, ich wäre fast Lehrer geworden, aber wenn man sich mit dem Bildungssystem auseinandersetzt, dann sieht man einfach, dass es überhaupt nichts mit Bildung zu tun hat. Also Kinderarbeit, natürlich möchte ich auch nicht, dass Kinder die ganze Zeit nur am Arbeiten sind, den ganzen Tag auf der Straße stehen, irgendwelche Produkte verkaufen. Kinder müssen natürlich auch Kinder sein, spielen, lernen und so weiter. Aber indem wir Kinderarbeit verbieten, tun wir diesen Familien, diesen Kindern gar keinen Gefallen, bewirken eigentlich viel eher genau das Gegenteil von dem, was wir da erreichen wollen. Ja, dann zum Thema Fair Trade. Fair Trade heißt ja immer, dass mehr als der marktübliche Preis bezahlt wird oder teilweise sogar fixe Preise und Kinderarbeit verboten wird. Wie gesagt, zu Kinderarbeit habe ich gerade schon mal gesagt. Und ganz kurz einfach, Fairtrade ist eigentlich der größte Unsinn. Märkte, solange wir Angebot und Nachfrage immer im Gleichgewicht haben und der Staat dann nirgendwo eingreift, werden Geschäfte immer nur abgeschlossen, wenn sich beide Seiten einen Vorteil dann davon verhoffen. Insofern, ich nehme auch mal schön das Beispiel von einem Flohmarkt. Wenn auf einem Flohmarkt Käufer und Verkäufer zusammenkommen. Der Verkäufer ist natürlich auch gierig, will möglichst viel dafür haben. Der sagt meinetwegen, ich möchte für mein altes Fahrrad möchte ich 100 Euro haben. Der Käufer ist natürlich auch gierig, der sagt, okay, das Fahrrad, ich möchte möglichst wenig dafür bezahlen, mir ist es nur 20 Euro wert. Und wenn die sich dann nachher bei 60 Euro einigen, dann haben natürlich beide ihre Gier, ihr Ego dem gemeinsamen Geschäftsabschluss untergeordnet und man hat sich halt geeinigt. Also man schließt nur ein Geschäft ab, wenn beide Seiten sich davon einen Vorteil erhoffen. Insofern ist ein freier Markt immer fair, wenn er denn nicht durch staatliche Regulierung und staatliche Eingriffe verzerrt worden ist. Ansonsten fixe Preise sind auch oft gerade vollkommen kontraproduktiv. Wenn zum Beispiel jetzt bei Kakao die Preise einstürzen, dann heißt es, okay, wir haben da ein Angebotsüberhang. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir da Kapazitäten abbauen und unsere Arbeitskraft, unsere Ressourcen dahin lenken, wo sie nötiger gebraucht werden. Und das ist wieder dieses Gewinn- und Verlustprinzip. Das hat Ludwig von Mises 1922 in die Gemeinwirtschaft schön beschrieben, hat dadurch auch beschrieben, warum Sozialismus niemals klappen kann. Insofern dieses Gewinn- und Verlustprinzip, die Preise, die zeigen halt immer an, wo denn gerade die Ressourcen am sinnvollsten eingesetzt werden. Und wenn man da dann halt einfach fixe Preise hat, führt das einfach gerade dazu, dass Ressourcen verschwendet werden. Und das will ja eigentlich keiner. Das wollen auch vor allem die Linken, die halt immer vom Ressourcen
Knappheit und die Ressourcen werden uns ausgehen reden, das wollen sie natürlich auch nicht. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass diese Aktion natürlich gut gedacht ist. Die Menschen dahinter, die wollen natürlich auf die Produktionsbedingungen in den Entwicklungsländern hinweisen, aber wie ich in diesem Video ausgeführt habe, Gewerkschaften, staatliche Eingriffe sind immer der komplett falsche Weg, das ist genau kontraproduktiv. Und natürlich die Menschen, die dann klauen, die laufen natürlich auch Gefahr, dass sie da gefasst werden und im allerschlimmsten Fall sogar im Gefängnis landen oder halt da auf jeden Fall ein nettes Vorstrafenregister da kriegen, wenn sie das öfter machen. Also ich kenne mich mit Klauen nicht aus, was es da für Strafen gibt, aber ich glaube, wenn man das öfter macht, dann kann man da schon ein bisschen Probleme kriegen. Ja, bei diesem Thema kann man natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich kann mir auch wieder vorstellen, dass bei diesem Video genauso wie bei dem Video von Anstalt, dass ich da sehr viel Gegenwind bekomme und sehr viel kritische Kommentare. Auch hier nochmal mein Angebot, wer über das Thema mit mir diskutieren möchte, der kann das gerne machen. Ich würde mich immer freuen, wenn jemand eine andere Meinung hat. Lass es gerne hier auf meinem Kanal diskutieren. Ich habe mittlerweile über 8000 Abonnenten. Auch nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich würde auch wieder freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, das Video teilt. Und was ich auch viel zu selten sage, ist, ihr könnt mich natürlich auch gerne unterstützen. Ich habe unten in der Beschreibung habe ich viele Optionen drin, wie ihr meine Arbeit einfach finanziell auch unterstützen könnt. Das würde mich natürlich auch freuen, wenn ich da auch ein bisschen finanzielle Anerkennung bekomme. Insofern, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sonnige Grüße aus Acapulco ins kalte Deutschland. Bis dann. Ciao, ciao.